Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. Heute mit dem dritten Video zur Videoreihe oder zur Reihe Ein Set 5 Tage, 25 Ideen mit dem Produktpaket per Schneckenpost. Und ich möchte euch heute diese kleine Goodiebox oder auch, ich nenne sie Umschlagbox, weil hier diese kleinen Umschläge, die es als Stanzform im Produktpaket gibt, drinnen stecken. Überall hier in den Umschlägen sind natürlich kleine Größen drinnen versteckt, die man sich durchlesen kann. Diese Box hier habe ich übrigens bei stempelmami.de entdeckt. Und habe sie etwas kleiner umgerechnet, damit sie passt für diese Umschläge. Die Originalgröße wäre da zu groß gewesen. Und jetzt kommt der Überraschungseffekt, sag ich mal, an dieser Box. Und zwar, wenn ich hier schaffe, dass ich den Knoten öffne, habe ich sehr gut zugezogen. Dann lässt sich das Ganze öffnen und in der Mitte kommt eine kleine Schokokugel zum Vorschein. Also nochmal rundherum, wie das Ganze aussieht. Und ja, es ist gar nicht so schwierig, wie es vielleicht ausschauen mag. Man muss eigentlich sehr viele Schritte viermal machen. Ich habe schon vieles davon vorbereitet und wir brauchen zum Basteln dieser Box ein Stück Designerpapier oder eigentlich vier Stück Designerpapier mit den Maßen 12x12 cm. Und diese falten wir zu insgesamt vier solchen Stücken zusammen, also so soll das dann fertig ausschauen. Drei davon habe ich schon vorbereitet und das vierte zeige ich euch jetzt hier, wie das funktioniert. Also ich habe hier, man kann es glaube ich halbwegs erkennen, ein Muster mit Herzen und die Herzen sollen natürlich am Ende nicht auf dem Kopf stehen. Und wenn ich das Ganze umdrehe, sind hier die Pilze, also an der Richtung der Pilze kann ich mich dann auch orientieren. Okay, also ich fange einmal ganz einfach an und zwar, ich lege das Ganze mittig zusammen. Heute habe ich wohl keinen so guten Falttag. Origami soll ja genau sein. Also das ist so eine, ich sag mal, Halb-Origami-Box. Weil es wird ein Teil gefaltet und dann wird auch noch geklebt. Gut. Dann nehme ich es wieder auseinander und wiederhole das Ganze. Das heißt, die andere Seite halbiere ich auch noch und ziehe ich mit dem Falzbeil nach. Und dann klappe ich das Ganze wieder auf und achte wieder darauf, dass die Pilze jetzt wieder richtig liegen. Und nun fange ich an, dass ich hier oben zu diesen entstandenen Falzlinien das so ein Dreieck runterbiege. Exakt zu den Falzlinien und das auch von der anderen Seite. Das sollte sich somit eh quasi von alleine ergeben, da uns schon die erste Hälfte hilft, um das besser anlegen zu können. So, und dann falten wir die untere Hälfte von unten herauf. Auch wieder schön gerade. Dann drehen wir das hier jetzt einmal um und falten das, was wir gerade halbiert haben, hier nach oben.
Sieht dann ein bisschen aus wie so ein Hut. Und jetzt kommt der etwas schwierigere Teil an diesem Falten. Aber das ist dann quasi schon fast fertig. So, wir biegen nämlich jetzt. Also seht ihr das? Wir haben hier eine, na, man sieht es kaum, Falzlinie. Und wir biegen dieses Stück hier, diese Hälfte, zur Falzlinie. Schaut, dass ihr exakt dran liegt, drückt es fest und fahrt da mal mit dem Falzbein ein bisschen rein, damit es schon so hält und ihr nicht weiter nach unten drücken müsst. Und dann holt ihr die Seite hier so rein und richtet es gerade in einer Linie aus. Seht ihr das? Das ist, soll schön eine Linie sein und dann drückt ihr dieses Stück und dieses Stück nach unten. Und fertig gefalten sieht das dann so aus. Und dasselbe machen wir jetzt von der zweiten Hälfte. Also wir nehmen hier dieses Seitenteil, biegen es zur mittleren Falzlinie, ziehen das Ganze mit dem Falzbeil hier innen schon mal nach, damit wir nicht mehr niederhalten müssen, holen uns die Seite hier rein, sodass sie gerade, also dieses Designerpapier, dieser Rand gerade hier eine Linie bildet, fahren hier mit dem Falzbeil nach und auch hier. Das hier muss nicht ganz exakt sein, das versteckt sich dann eh. Gut, und dann drehen wir es nochmal um und falten diese unteren Quadrate quasi, die hier noch da sind, nach oben. Da dürft ihr gut niederdrücken, weil da jetzt doch schon einige Schichten Papier aufeinander kommen. Ja, und dann war's das. Das ist unser Faltaufwand und wie gesagt, das macht ihr viermal. Dann habt ihr vier so Stücke vorhanden und die legt ihr euch dann einmal so im Kreis auf. Und jetzt schiebt ihr, seht ihr das, ihr habt ja hier so ein Dreieck, quasi eine Lasche, wo man was reinschieben kann. Und hier könnt ihr die vier Teile ineinander schieben. Ganz einfach. Das hält zwar jetzt noch nicht, aber wenn ihr das mal gemacht habt, dann sieht das so aus. Und dann könnt ihr hergehen und den Flüssigkleber nehmen und ihr haltet die, also drei Teile weiterhin zusammen, zieht ein Teil heraus, gebt hier auf diese Laschen etwas Flüssigkleber und steckt das hier jetzt wieder rein und richtet es euch zurecht, bevor der Flüssigkleber antrocknet. Und dasselbe macht ihr von der gegenüberliegenden Seite. Wieder schön zusammenschieben und kurz warten und dann halten diese vier Teile auch schon soweit zusammen. So, im nächsten Schritt braucht ihr nun zwei Stücke, habe ich verwendet, damit es etwas stabiler wird, glutroten Farbkarton.
Und zwar, ich habe genommen, es ist etwas kleiner hier als die Fläche hier unten, damit es auf jeden Fall nicht irgendwo vorschaut. 5,8 mal 5,8 cm. Und dann gebt ihr hier einfach Flüssigkleber. Passt auf, nicht ganz an den Rand raus, weil ja eben der Farbkarton etwas kleiner ist, aber auf diese Quadrate hier. Und klebt den ersten Farbkarton hier drauf. Drückt da auch wirklich eine Weile nieder, damit der Flüssigkleber, nachdem das etwas uneben ist, das Ganze darunter, auch wirklich gut anziehen kann und überall dann auf dem Stück Farbkarton greift. So, und dann drehen wir das Ganze und wiederholen das nochmal hier in der Mitte. Auch hier gebe ich wieder Flüssigkleber auf diese Quadrate und gebe hier mittig diesen Farbkarton rein. Auf dieser Seite ist das Ganze etwas flacher und es hält der Farbkarton etwas leichter. Gut, so man kann schon erahnen, wie sich das Ganze weiter zusammensetzt. Als nächstes nehmt ihr eine Lochzange und setzt diese, versucht circa an derselben Position immer bei dieser Schneidekante mittig hier oben ein Loch zu stanzen auf allen vier Teilen. Gut, wenn ihr das gemacht habt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, euer Ferrero Rocher oder ein anderes Schokokügelchen oder gut sie, das ihr hier in die Mitte der Box legen wollt, hineinzulegen. Und dann habe ich vorbereitet, das war etwas Aufwand, aber okay, ich habe diese zwei Kordeln genommen, die ja auch in der Produktreihe dabei sind, also die Kordeln im Kombipack per Schneckenpost, und habe zwei Stücke von dem rosa und ein Stück von der weißen Kordel genommen mit einer Länge von circa 35 bis 40 cm und habe daraus ein Stück geflochten, ein Band. Und ich habe die Enden übrigens nicht verknotet, sondern habe einfach auf der Rückseite etwas Flüssigkleber draufgegeben. Und hinter diesem Punkt, wo ich den Flüssigkleber habe, abgeschnitten, und somit hält das an beiden Enden eigentlich super gut zusammen und mein geflochtenes Band geht nicht mehr auf. Okay, so, dann fange ich jetzt an, von außen einmal durchzufädeln. Und hoffe jetzt, mir fällt gerade ein, letztes Mal hatte ich den Knoten, den ich zum Flechten verwendet habe, noch dran, als ich durchgefädelt habe. Aber ich hoffe, es franzt mir jetzt auch so nicht aus. Ja, und dann fädelt ihr quasi den Faden immer abwechselnd einmal von außen nach innen und einmal von innen nach außen.
Und wenn ihr das gemacht habt, dann holt ihr euch die Seitenteile alle in die Mitte, biegt sie auch ein bisschen hier so zurecht, damit sie nicht ganz so widerspenstig sind. Und zieht das Band zurecht und macht euch einen Knoten und eine Masche. Ja. Sie wollen noch nicht so ganz zusammenbleiben, wie ihr seht. Gerade am Anfang, das Designerpapier ist nicht ganz dünn und dadurch natürlich will es eher nach außen als nach innen. Okay, gut. Schon haben wir die Form unserer Box. So, ich zeige euch jetzt nochmal, weil meine Enden jetzt meiner Meinung nach trotzdem zu lange sind, wie ich das mit dem Kleber gemacht habe. Also, ich will circa hier abschneiden. Das heißt, ich gebe hier wirklich einfach einen Tropfen Flüssigkleber und lasse den kurz trocknen. Und dasselbe am anderen Ende, ein bisschen kürzer möchte ich es noch. Das heißt, hier gebe ich auch einen Tropfen Flüssigkleber und warte da kurz. So, schauen wir mal. Ich muss jetzt ertasten. Ah, hier ist der Flüssigkleber. Man sieht ihn ja schon kaum mehr. Und da, wo der Flüssigkleber ist, schneide ich jetzt ab. Selbiges hier. Ja, genau, so funktioniert das Ganze. Nun fehlen uns noch ein paar Verzierungen, die Sprüche für die Umschläge und die Umschläge selbst natürlich. So, als allererstes habe ich einmal in Flüsterweiß 4 Herzen mit diesen kleinen Herzstanzen hier ausgestanzt. Und die nehme ich jetzt und klebe ich sie mit Flüssigkleber hier an diese Spitzen, sage ich mal, einfach mittig an. Okay, auch die Herzen sind jetzt montiert. Als nächstes nehme ich mir die Umschläge. 2 habe ich schon fertig gefalten und geklebt. 2 habe ich noch aufgehoben. Also wenn ihr euch den Umschlag hier anschaut, dann mir ist es nicht gleich von Anfang an aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann ist diese Lasche hier kleiner als diese Lasche. Das ist also der Boden und das ist der Umschlag zum Schließen. So, somit, ich falze hier einfach alle mit der Stanze vorgefertigten Falzlinien einmal nach. Und dann hole ich mir die beiden Seitenlaschen zusammen und gebe auf die erste einen kleinen Flüssigkleberpunkt, klebe die zweite darüber, gebe hier nochmal einen kleinen Flüssigkleberpunkt drauf und hole mir die eben größere Bodenlasche dazu. Das noch ganz kurz zusammendrücken, bis der Kleber anzieht. Und schon ist unser kleiner Umschlag zusammengebaut. Dasselbe jetzt mit dem Transparentpapier, wobei das etwas schwieriger ist zu knicken.
Aber wenn's einmal geknickt ist, viel besser. Hält, so auch hier, gebe ich gleich ein Flüssigkleberpunkt drauf auf die beiden Seitenteile und dann schaue ich mir an, wo die Falzlinie vom unteren Teil ist, ziehe die hier nochmal nach und gebe hier auch noch etwas Flüssigkleber drauf und drücke das so zusammen. Und nicht zu vergessen, während ich hier noch niederhalte und das den Flüssigkleber anziehen lasse, kann ich mir gleich noch den Verschluss des Umschlags hier dazu holen. So, das sind also unsere vier kleinen Umschläge und wie könnte es auch anders sein, werden die natürlich auch noch mit den Herzaccessoire-Herzen verziert. Und zwar habe ich mir überlegt, ich gebe dir die hier da über diese Umschlaglaschen und zwar auf die rosaroten Umschläge die weißen Herzen, weil sie hier einfach einen super tollen Kontrast ergeben. Und auf die transparenten Umschläge gebe ich die roten Herzen. Die roten Herzen sind heute scheinbar sehr sprungfreudig. Verstehe ich nicht, es ist schon fast 10 Uhr, ich will nicht mehr herumhüpfen heute, also abends. Gut, das sind die vier Umschläge und dann wollen wir natürlich ja noch Kärtchen in unsere vier Umschläge. Dafür habe ich zurechtgeschnitten 4 Stück flüsterweißen Farbkarton mit den Maßen 4 x 2,7 cm. Und die wollen wir jetzt bestempeln. Und zwar, ich muss mir jetzt jeweils einen Schummler holen. Das heißt, das erste wird bestempelt mit Post für dich und so einem kleinen ausgestanzten Pilz aus dem Designerpapier mit dieser Stanzform. Und Post für dich ist ein Stempel. Da ist die Schnecke und das Post für dich in einem. Und ich habe das folgendermaßen gemacht. Und zwar, man kann ja auch mit den Markern stempeln. Und das habe ich hier bei 2 Kärtchen gemacht. Das heißt, ich nehme die Schrift her und gehe da mit dem Marker einfach so drüber und färbe die Schrift in schwarz mit dem Marker ein. So, und die Marker sind ja wasserlöslich. Das heißt, ich hauche die jetzt ein paar Mal ganz gut an, damit die wieder der jetzt schon etwas getrocknete Marker wieder flüssig wird und drücke das dann sofort auf mein Papier auf, um es zu stempeln. So, perfekt. So funktioniert das mit Markern, einfach nur einen Teil des Stempels zu stempeln. Ich klebe mir dann hier mit Flüssigkleber noch den Pilz dazu. Und dann habe ich das erste Kärtchen schon fertig verziert. Und ich gebe das jetzt einmal in einen rosa Umschlag. Von der Breite her ist das ziemlich gut ausgereizt, wie ihr erkennen könnt. Und den Umschlag kann ich dann schon in mein Schächtelchen reingeben. So, dann das nächste hier
ist aus einem transparenten Umschlag und da habe ich den Stempel zu spät, aber mit Liebe verwendet und zwar in Memento. So, ich hole mir also hier ein Kärtchen und den Stempel und stemple den hier einmal so quer über mein Kärtchen auf. Und zusätzlich habe ich hier verwendet das Stempelkissen in Flamingo Rot. Und dieses Herzchen hier, ich lege mir kurz was unter. Und zwar habe ich das einmal hier abgestempelt und gleich, ohne noch einmal einzutauchen, hier oben noch einmal verwendet. Und mit dem Stempelkissen in Glutrot. Habe ich hier oben einmal gestempelt und hier unten noch ein zweites Mal dazu. So, auch Kärtchen Nummer 2 ist fertig bestempelt und kann in einen transparenten Umschlag rein. Der Umschlag ist wirklich gut gefalten. So, jetzt aber. Und rein in unsere Box. So, als nächstes kommt wieder ein rosa Umschlag und zwar mit dem Spruch Hallo und so einer kleinen Schnecke. Wir haben nämlich da so ein Designerpapier mit so einem türkisen Hintergrund. Ich glaube, das ist Jada. Und lauter kleinen Schnecken. Und ich habe da einfach so eine kleine gelbe Schnecke ausgeschnitten. Und nehme mir jetzt den Spruch Hallo und das Memento-Stempelkissen. Also, ich reize hier wirklich jeden Spruch aus dem Stempelset aus. Und ja, dieses kleine Schneckchen klebe ich gleich noch daneben. Wahrscheinlich brauche ich Memento eh gleich nochmal. Wir haben nämlich jetzt noch ein weiteres Kärtchen. Also das muss in einen Umschlag in Kirschblüte. So, und dieser Umschlag muss jetzt auch in die Schachtel und als allerletztes habe ich noch mal einen transparenten Umschlag und zwar mit dem Spruch Glück per Post und so kleinen Kreisen. So, und zwar habe ich hier einmal diesen Stempel Glück per Post. Oh, dann richte ich noch kurz etwas gerader aus. Und auch hier seht ihr, dass da sehr viel rundherum ist. Also nehme ich wieder den Stampin' Right Marker und färbe mir hier die Schrift ein. Dann hauche ich das Ganze wieder etwas an.
Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt, das halbwegs mittig zu positionieren. Stemple das hier auf unser Kärtchen auf. Naja, gut, hätte besser sein können. Und dann nehme ich diesen Kreis hier. Und für alle, die es noch nicht irgendwo gesehen haben, es hatten scheinbar viele dieselbe Idee wie ich. Und zwar, wenn ihr hier das Stempelset nehmt, dann habt ihr ja diese Sprechblase. Und dieser Kreis ist die Mitte dieser Sprechblase. Also eigentlich ein Abfallprodukt, das wir halt in diesem Fall jetzt einfach zum Stempeln verwenden. Kreise sind doch immer schön. Und ja, ich nehme nochmal das Stempelkissen in Glutrot und stemple dann hier an einer Ecke auf. Und dann muss ich kurz zwischenstempeln, weil, wie ihr seht, wird das sonst kein schönes Stempelmotiv. Und ja, ich stemple dann gleich noch die zweite Ecke voll. Und dann muss ich nochmal frisch ins Stempelkissen einmal abstempeln. Und diese eine Ecke und noch einmal mit dieser Ecke hier. So, und nun ist auch schon unser viertes Kärtchen fertig. Und das darf jetzt noch in den letzten transparenten Umschlag rein. Und schon ist unsere kleine Umschlag-Goodie-Box auch fertig. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee mit der Kombi dieser Goodie-Box und den Umschlägen. Und ja, vergesst nicht, alle eure Ideen sind auch herzlich willkommen zur Produktreihe per Schneckenpost. Also postet eure Ideen mit dem Hashtag #1set 5 Tage 25 Ideen und wir werden die auch reposten, diese Ideen. Und ja, schaut auch vorbei bei meinen Demo-Kolleginnen, was die heute alles Spannendes gebastelt haben. Und zwar bei Fräulein Erdbeerli, bei Gilan Linz, bei Stempelmano und bei Werkstickel. Und wie immer findet ihr die verwendeten Produkte und Detailmaße nochmal auf meinem Blog www.stempel.at. Von dort aus könnt ihr auch zu den Blogbeiträgen meiner Demo-Kolleginnen weiterhüpfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn das nächste Video zum Thema ein Set 5 Tage 25 Ideen live geht. Tschüss!